hier oben in der göttlichen Selbstgeburt das Feuerprinzip des Vaters und das Lichtprinzip des Sohnes sozusagen eins und integriert ist, das haben wir jetzt, da das Feuer Gottes sozusagen zum Zornfeuer angezündet ist von Luzifer, haben wir jetzt auseinandergetreten. Also das ist ganz, ganz wichtig jetzt, dass wir die beiden Gestalten vergleichen. Das Licht, was das erhält, also das Verstandes- und Liebeslicht, was die Kräfte des Vaters erhält, ist jetzt ein eigenes Prinzip gegenüber dem Zornfeuer des Vaters. Und der Mensch steht zwischen diesen beiden Reichen und die Welt, die als drittes sozusagen ist, aus beiden gemischt. Da haben Sie hier also die Planeten und die Sternbilder und so weiter. Und der Mensch steht dazwischen, zwischen den desintegrierten Reichen sozusagen des Liebeslichtes und der feurigen Kraft. Und also dem Höllenfeuer. Und er hat diesen Widerspruch auch in sich selbst. Hier unten diese Gestalt zeigt das menschliche Herz. Und der Mensch ist jetzt frei, entweder sich in dieses Feuerreich, in dieses höllische Feuerreich zu begeben, oder in das Reich des Lichtes. Hier, Sie sehen hier unten auch wieder nochmal, da dreht sich wieder das Angstrad des Mars, was wir also vorhin hier schon bei den sieben Gestalten hatten. Und der Mensch kann jetzt darüber entscheiden, ob er sozusagen von diesen Naturgestalten nur bis zur vierten kommt, also bis zum Angstrad des Mars und zum Feuer, oder ob er sich ins Licht begibt. Er kann das nicht selbst aus eigener Kraft schaffen. Das wäre natürlich ganz und gar unlutherisch. Das wäre Pelagianismus. Das geht nicht. Aber er kann frei entscheiden, ob er die für diesen Vorgang wesentliche Hilfe des Heiligen Geistes annimmt oder nicht. Also der Akteur ist Gott mit seiner Gnade und dem Heiligen Geist. Aber der Mensch entscheidet vollkommen frei, ob er sich dieser Hilfe bedient oder nicht. Insofern ist das gegen die doppelte Prädestination der Calvinisten gewendet und vor allem in seinem Büchlein von der Gnadenwahl hat er diesen Gedanken immer wieder betont, dass der Mensch nicht von vornherein von Gott zur Verdammnis oder zur Erwählung, zum Paradies erwählt ist, sondern dass mit der Hilfe des Heiligen Geistes der Mensch selbst frei entscheiden kann, was er in sich erweckt, und das wird dann in ihm rege. Moment. Wie du glaubst, so geschieht es in dir. Wenn du an den zürnenden Gott glaubst, so ist er es. Wenn du an den gnädigen Gott glaubst, hast du ihn auf solche Weise. Dieses Zitat. Moment. Ist nämlich nicht von Böhme, sondern das ist Luther. Ich habe hier hinten in dem kleinen Text alle Zitate reingeschrieben, woher sie kommen, aber das war jetzt ein Stück Luther. Und Luther und Böhme hat wirklich versucht, immer ein guter lutherischer Christ zu sein. Er ist natürlich viel mehr, was er letztendlich gefunden hat und was er auch in seinen Büchern geschrieben hat, aber sozusagen, was den äußeren Buchstaben betrifft, und nicht nur das, sondern auch, was den inneren Geist betrifft, hat er wirklich versucht, immer ein guter evangelischer Christ zu sein. Ja, und das ist deutlich, du hast Himmel, du hast in deiner Seele, der Mensch, der Böhme. Ja, und du hast sie in dir und du kannst entscheiden, welchen du davon erwächst. Genau, was in dir ist, also du kannst dich ins Reich des Feuers begeben, beziehungsweise darin bleiben, in dem Bereich sind wir sowieso, von unserem natürlichen Wesen, unserem Hunger, unserem Trieben, unseren Aggressionen und so weiter, in diesem Getriebe sind wir so und so. Wir können darüber entscheiden, ob wir darin bleiben unser Leben lang oder ob wir uns in das Reich des Lichtes begeben, um von diesem Licht sozusagen
geleitet dann auch diesen ganz, diese an, ganzen anderen Kräfte, also die ersten vier sozusagen, in diesem Sinn walten zu lassen. Dazu brauchen wir jetzt aber etwas zu imaginieren, so eine Art Vorbild. Und damit uns das gelingt, also das wäre gelingt, das wäre sozusagen unsere anthropologische Situation hier, kommt es jetzt sozusagen zum dritten Versuch. Der erste war Luzifer, der ist misslungen. Der zweite ist Adam, das ist auch nicht richtig gut gegangen. Jetzt kommt sozusagen mit Christus die Gestalt, in die wir imaginieren. Dazu müssen jetzt zwei Frauen tätig werden, nämlich die himmlische Sophia und die irdische Maria. Wir haben jetzt wieder göttliches und irdisches Prinzip, Gesundheit am Werke, die beide sozusagen den zur Geburt des Erlösers führen. Hier haben wir also, das ist Weihnachten im Prinzip. Und der Gekreuzigte, der jetzt hier von dem Himmel herabgetaut wird, so wie es in dem Liede heißt, in dem Adventsliede, der steigt jetzt aus dem Himmel herunter, beziehungsweise der Mensch kann sich an ihm aufrichten. Böhme hat hier jetzt den Ouroboros, also den Schwanzfresser, dieses alte Symbol gleich mal einfach als Symbol des Satans genommen. Aber das ist zwar nicht sein ursprünglicher Sinn, aber man kann sich das trotzdem auch gut vorstellen, dass wir aus den Fängen Satans entrinnen können, indem wir uns an diesem Vorbilde Christus aufrichten, der uns mit seinem Beispiel und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Bin der Weg und die Wahrheit. Bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wobei, ob der Böhme jetzt so eng christlich gewesen ist, würde ich, es gibt ja viele Stellen, wo er dann sagt, doch, es gibt bei den Türken und den Heiden viele Menschen, die viel näher dran sind am Reich Gottes als viele von unseren Buchstabenchristen und so weiter. Also ich denke, man könnte sich den Böhme durchaus als sehr offen und tolerant vorstellen. Aber also, weiß ich natürlich nicht genau. Aber die Wahrheit, die da drin steckt, ist auch einfach religiös. Die ist vorher schon da gewesen. Das ist mit Sicherheit klar. Zurück zu Sophia. Das ist sozusagen für die einzelne Person die Möglichkeit der Erlösung, und es bleibt jetzt nur noch eins übrig, was wir öffnen müssen. Das ist nämlich, ja, wie verhält sich das jetzt mit der gesamten Welt? Jetzt geht es also schon in Richtung Eschatologie. Und da haben wir jetzt wieder die sieben Planeten erst einmal, die jetzt in einer eigenartigen Drehbewegung, hier habe ich mich auch einer der Illustrationen bedient aus der Gichtel-Ausgabe, ist das glaube ich auch, wo die Planeten so ineinander gedreht werden, und hier in der Mitte sehen Sie das Zeichen für alle Planeten, also alle sieben Planetenzeichen sind hier jetzt miteinander verbunden und ineinander verschlungen geradezu. Das heißt, in der großen Welt wird sich jetzt auch, aber Böhme sagt, wir wissen nicht, wie das passieren wird, wird es etliche Veränderungen geben, die sozusagen den Kampf dieser sieben Planeten, dieser Eigenschaften, dieser Qualitäten wieder mehr zurückbringen zur Temperanz, zur Harmonie, zum Spiel. Allerdings warnt er stark davor, dass man das ausrechnen sollte, wann das sein soll, geschweige denn diesen jüngsten Tag herbeizuführen, mit Gewalt womöglich, wie also viele Schwärmer das immer wieder versuchen, da warnt er ausdrücklich davor. Aber er sieht natürlich nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für die gesamte Schöpfung einen solchen Ausblick, der letztendlich im himmlischen Jerusalem endet. Zumindest was diesen unseren Bereich betrifft, ne? Die Bereiche von Uriel und Michael sind ja sowieso nach wie vor intakt. Es geht ja hier nur um den kleinen Teil Luzifers, aus dem unsere Welt gemacht ist, die uns aber nur am meisten interessiert, weil wir drin leben. Diese Erde, dann fragt man sich, wenn das himmlische Jerusalem dann vom Himmel herabfährt, hier übrigens mit diesen
gotischen Rankenwerk dargestellt. Was passiert mit der Erde, mit dem verdorbenen Saliter? Unsere Erde wird dem Satan als Zornhaus übergeben, so sagt er. Wir sehen hier diese verschiedenen Schlangen und Teufelsviecher drin. Das schließt sich, wird quasi ein Nichts. Dann wird noch ein großer Stein drauf getan, wie in der Apokalypse. Der Satan wird verschlossen, ein großer Stein kommt drauf. Und der Mensch selbst oder die Menschen erlangen auch ihre engelshafte Qualität sozusagen wieder. So ein bisschen wie der Ur-Adam. Weibliches und männliches werden wieder eins. Sie haben vielleicht im Hintergrund diesen Bibelspruch, wo Jesus gefragt wird, wie wird denn das sein mit Männern und Frauen? Wer lebt denn dann im Himmel zusammen, wenn die eine Frau, die in ihrem Leben verschiedene Männer hatte, nacheinander? Wessen Frau ist sie dann? Und dann sagt Jesus, sie werden nicht frei noch gefreit werden, ihr werdet sein wie die Engel. Also es ist ein Zustand, der sich von unserem ganz wesentlich unterscheidet. Und Böhme sagt das eben, indem er einfach dieses Bild vom Androgyn wieder aufnimmt. Und darum ist das sozusagen wieder eine Wiederherstellung dieser engelhaften Art und Weise des Lebens. Und das habe ich versucht mit diesem Bild hier als Gegenstück zu diesem auch zu zeigen. Ja, und das wird eine neue Welt sein, ein neues Jerusalem. Und hier haben wir dann noch ein bisschen Alchemie mit im Spiel hier oben, aber ich glaube, das lasse ich jetzt dann langsam weg, denn wir wollen zum Schluss noch etwas auf das Gesamte, so in dieser Vielfalt natürlich sehr verwirrenden Bild zeigen, alles furchtbar bunt, so weiter. Wenn ich das am Anfang Ihnen so hätte aufgemacht und hätte gesagt, so, jetzt gucken wir mal zu Jakob Böhme, hätten Sie gesagt, boah, das ist ja viel zu viel und das geht gar nicht. Und ähnlich mag es einem ja gehen, wenn man anfängt, einfach so Jakob Böhme zu lesen und seine vielen Bilder und zum Teil auch die für einen systematischen Geist erstmal fehlende Ordnung zu bemängeln beginnt. Drum ist es ganz wichtig, dass wir das nach und nach gemacht haben. Jetzt sehen wir aber zum Schluss nochmal die Grundqualitäten hier drin, nämlich an diesen aufgerichteten Teilen. Wir haben hier den Planeten, also hier den Saturn, das Prinzip des Salzes. Hier haben wir den Merkur, Herbigkeit und Bitterkeit, das Angstrad des Mars. Hier, ach, das sieht man jetzt nur von hier oben, ist das Marszeichen. Dann haben wir sozusagen die drei, die für sich genommen eigentlich nur negativ sind, wenn sie in sich bleiben. Dann haben wir hier mit Maria das Prinzip der Verkörperung, der Mond, Maria und der Mond, das ist ja klassisch die Entsprechung, und die Venus hier als Zeichen der Liebe, die sich dann durchsetzt, endgültig auch in der ganzen großen Welt, in der Eschatologie, ja, die göttliche Selbstgeburt natürlich zum Jupiter gehört. Wir haben also sozusagen hier die schwierigen Gestalten von den sieben Qualitäten. Ich habe Ihnen auch nochmal hier diese Tabelle mitgebracht. Da ist das auch nochmal so ähnlich. Die Sonne wäre in der Mitte. Und ja, genau, da kommen wir jetzt gleich zu. Hier sind sozusagen die Gelösten. Und hier haben wir in der Sonne das Zentralsymbol, nämlich Feuer und Licht. Wenn wir das jetzt nochmal zumachen, sehen Sie, am Anfang ist das nur das Feuer und in dem Feuer wird das Licht geboren. Dann sehen Sie nochmal, wie hier nochmal die Sonne aufgeht. Und ich hatte am Anfang, bei meinem Modell hatte ich hier so einen schönen Klappmechanismus. Da klappt es sich dann aus und da sah man nochmal auf der einen Seite Feuer, auf der anderen Seite Licht. Der ist aber immer wieder kaputt gegangen. Und wissen Sie warum? Weil der klappte sich auf, wenn man das aufmachte. Und die meisten Leute haben, obwohl ich einen großen Zettel dran gemacht hatte und dann das zugeschraubt habe, haben die Eschatologie, also das Reich der Zukunft, den jüngsten Tag immer zuerst aufgemacht. Und wenn man den jüngsten Tag versucht, vor der Zeit herbeizuführen, dann ist das Ergebnis meistens wirklich Zerstörung und Brutalität. Politisch gesehen Diktatur meistens, so also wie diese Schwärmerrepubliken ja immer in irgendwelchen
übelsten Diktaturen ausgeartet sind. Ein schöner, also es war nicht beabsichtigt, aber das war ein schöner Hinweis und da habe ich mich auch darüber gefreut, dass so ein Modell sozusagen aus Versehen auch so einen geistigen Hintergrund zeigen kann. Aber da die Leute das immer wieder machen und ich hatte irgendwann mit dem Reparieren keine Lust mehr, habe ich das jetzt so umgebaut, dass man das auch schadlos vorher aufmachen kann. Aber man sieht trotzdem, dass also das Wesentliche ist der Augenblick, wo aus dem Feuer das Licht geboren wird. In einem nicht näher zu beschreibenden, ja, man kann es versuchen näher zu beschreiben, aber es wird immer ein paradoxer Prozess bleiben. So wie diese Ursprungserfahrung von Böhme selbst ja auch eine von einer Plötzlichkeit geprägt gewesen ist, die uns ein bisschen ratlos davor stehen lässt, wie das eigentlich gewesen ist, dass er auf einmal durch Kraut und Gras alles sehen konnte. Aber wenn wir wiederum mit unseren eigenen Erlebnissen vergleichen, die so in diese Richtung irgendwo passen könnten, dann geht es uns ja genauso damit, dass das Wesentliche nicht sagbar ist. Und er hat eben dieses Symbol dafür gewonnen. Also beim Anblick dieses zinnernden Gefäßes, wie er da das Licht sieht, auf dem dunklen, schweren, festen Metall, das Licht sich widerspiegelt, Finsternis und Licht oder wie aus dem Feuer durch Reibung das Licht entsteht. Oder wie es ist, so wie wir am Anfang waren, wie auf einmal, wenn wir ausgeatmet haben und wie diese ganze Not des Nichts da in sich zusammendrückt und dann auf einmal ist es da und es ist gelöst und alles ist gut. Das lässt sich immer schwierig beschreiben und mal nimmt man das eine Bild dafür und mal nimmt man das andere Bild dafür. Aber was eigentlich der Unterschied zwischen 0 und 1 ist, das werden wir nicht richtig wissen, wir werden es nur fühlen. Und wenn dazu das ein bisschen nachgeholfen haben sollte, dann wäre ich sehr froh. In diesem Sinne.